180 Jahre alt werden. Heute beschäftige ich mich mit der Frage, kann ich länger leben mit einer hochdosierten Jodtherapie? Jod ist ein unglaublich wichtiges Ion. Warum? Es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir Jod so verteufeln, wie wir es im Moment machen. Jod ist elementar für unsere Schilddrüse, für die Hormone. Wenn du nicht genügend Jod hast, dann hast du nicht die Energie. Das heißt, wenn du häufiger müde bist, wenn du nicht weißt, warum du die Dinge nicht umsetzen kannst, dann solltest du nicht nur auf die gängigen Dinge achten, sondern auch mal deinen Jodwert messen. Weil nur wenn du hormonell auf dem Top-Level bist, kannst du auch wirklich Leistung bringen. Und natürlich, Jod kann Schwermetalle ausleiten. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Aber Jod hat noch viele andere Funktionen. Wenn du Jod anguckst, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass du sie einnehmen musst, dann ist es immer nur gemeint, dass du verhinderst, die Kropfbildung zu bekommen. Das heißt, die sagen 200 Mikrogramm ungefähr, 230 Mikrogramm bei Schwangeren. Das ist, um einen wirklichen Mangel zu verhindern am Tag. Und ich persönlich kann dir nur sagen, ich habe Hashimoto. Und Hashimoto sagt eigentlich, du darfst kein Jod einnehmen. Aber ich habe durch eine Jodsubstitution eigentlich viel mehr Energie. Und deswegen sage ich, lass es auf jeden Fall mal von deinem Arzt messen. Sprech deinen Arzt darauf an, wie ist dein Jodwert, weil es auch Rückschlüsse gibt, ist dein Hormonstatus gut. Wenn du dir die Schilddrüse anguckst, dann brauchen wir Jod. Wir haben im Endeffekt ohne Jod keine Energie. Und deswegen ist für mich, wenn ich lange 180 Jahre Energie haben will und morgens aus dem Bett springen will und abends mit meinen Kindern und Enkelkindern spielen will, ist Jod ein so wichtiges Molekül. Meine Empfehlung, wenn du das einnimmst, solltest du das morgens einnehmen, weil es im Endeffekt abends einfach dazu führen kann, dass du wacher bist. Deswegen ist die Morgeneinnahme bei Jod zu empfehlen. Ja? Kleiner Hack noch für dich, wenn du sagst, du willst es nicht supplementieren, nicht als Medikament. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du jodiertes Speisesalz nimmst. Die Bioverfügbarkeit ist hier vielleicht nicht so groß, aber wenn du mal Salz nimmst, dann nimm auf jeden Fall jodiertes Speisesalz. Ja? Mehr Salz kannst du auch nehmen, ist noch mehr zu empfehlen. Aber das ist im Endeffekt das, wo du sagen kannst, das ist eigentlich das Beste. Und wie du weiterhin, sag ich mal, dich noch detoxen kannst oder was du noch tun kannst, dazu habe ich jetzt auch noch ein Video Infrarotsauna. Und Infrarotsauna lässt mich auf jeden Fall 180 Jahre alt werden. Nächsten Sonntag hörst du von mir mit länger leben durch Infrarotsauna. Kann man das wirklich?